Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Heute wird es richtig interessant, zumindest für den ein oder anderen, denn wir setzen heute mit der Berichterstattung fort, wo wir vor einigen Monaten geendet haben, nämlich mit der damaligen Brust-OP von Iris Klein. Für viele Zuschauer gar nicht mal so uninteressant. Die Boulevardpresse hat darüber sehr groß berichtet und auch ich habe hier ein kleines Video zugemacht. Denn Iris Klein hat ja selber viel darüber berichtet. Für mich hier aber an dieser Stelle ganz, ganz wichtig. Man mag eine eigene Meinung haben über Iris, über Schönheitseingriffe, aber jeder Mensch sollte für sich selbst entscheiden können, wenn er denn volljährig ist, was er an seinem Körper und warum er es macht. Macht. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Entsprechend hier auch meine Bitte in den Kommentaren höflich und freundlich bleiben, denn ich weiß, auch dieses Thema mit diesem wundervollen Kunstwort Schwabonis wird wieder bei dem einen oder anderen für sehr viel Mitteilungsbedürfnis sorgen, was völlig in Ordnung ist. Aber bitte denkt dran, höflich und freundlich bleiben und jeder Mensch darf für sich selbst entscheiden, was er an seinem Körper verändert. Das wundervolle Kunstwort Schwabonis entstand zu dem Zeitpunkt, ja, von mir, genauso wie Schwubilup. Wir haben hier viele lustige Kunstwörter. Und weil auch Daniela Katzenberger ihre Mutti zu dem Eingriff begleitet, das muss ich kurz erklären, denn das Kamerateam ist dabei, ich glaube von Vox oder RTL 2, ich meine, dass Daniela Katzenbergers Serie jetzt auf Vox laufen wird, waren die mit dabei. Das heißt also, dieser ganze Rückabwicklungsprozess, ja, mit Iris Kleins Brüsten ist auch eine Werbekooperation, denn es ist Bestandteil des TV-Formates. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Nicht Goodbye Deutschland, sondern Daniela Katzenberger Familienleben auf Mallorca oder so heißt das, oder die Katzenberger oder so. Also, das ist so der Hintergrund. Es gibt viele Stories, allerdings habe ich alle Stories, wo auch die kleine Sophia mit dabei ist, das ist die Tochter von Daniela Katzenberger, nicht mit aufgenommen, weil ihr wisst, auf meinem Kanal, ich werde keine Kinder zeigen. Für mich gehören Kinder nicht in diesem Alter in die Öffentlichkeit, deswegen habe ich mich dann natürlich da auch wieder gegen entschieden. Daniela Katzenberger, man mag sie nicht. Jedenfalls hat sie in gewissen Punkten Humor und macht sich auch ein bisschen über die Ziegelsteine, damit meint sie die Schwabonis von Iris, lustig. Und da hören wir mal rein, denn ich glaube, wenn sich jemand über diesen Eingriff lustig machen darf, dann nur Iris selbst und natürlich auch Daniela Katzenberger mit ihr gemeinsam. Da gucken wir mal rein, was da so abging, meine Lieben. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, Danny, vielen herzlichen Dank, dass du auch an den Schwabonis dran geblieben bist von Iris Klein, dann für dich herzlich eingeladen, diese mittelgroße Trash-Familie zu abonnieren. Wir sind kurz vor den 30.000. Vielleicht schaffen wir es ja auch heute mit den 30.000, meine Lieben. Okay, genug gequatscht, wir gucken mal in die Schwaboni-Story. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht's gut. Wie ihr seht, bin ich nicht auf Mallorca, sondern in Waldshut-Tiengen. Heute ist die endlich die Brust-OP von Mama Iris. Ey, es ist wirklich, wir freuen uns alle so auf diesen Tag. Wie uns alle hier auch. Wir alle haben. Nein, Spaß beiseite. Also, kurze Vorgeschichte, damit ihr versteht, worum es geht. Denn es ist schon ein sehr ernstes Thema. Als Iris hat sich damals die Brüste machen lassen, hat man schon relativ schnell festgestellt, dass die Brust zu hoch sitzt, zu groß war und entsprechend auch ihr die Luft abgedrückt hat. Und das ist klar, sobald man denn dann durch einen Schönheitseingriff noch weitere Probleme bekommt, spätestens dann ging irgendwas schief. Und das hat Iris sehr belastet. Das hat sie oft öfter gesagt. Und das finde ich, wie soll ich das sagen, das verstehe ich und habe hier auch wirklich Mitgefühl mit ihr und muss auch wirklich sagen, ich habe das in meinen Videos schon oft erwähnt, das ist nicht leicht für sie oder generell für jeden, der in so einem Prozess ist, daran sich zu, ja, in einen Prozess zu stecken, wo man sagt, okay, ich lasse was an mir verändern und dann geht das irgendwie schief, beziehungsweise geht nicht so gut und den Schritt zurück. Das stelle ich mir sehr schwer für jede Frau vor. Das muss ich einfach so sagen. Na, wir gucken mal weiter. Auch im Übrigen, heute kommen endlich ihre implantierten Backsteine raus, schreibt Daniela Katzenberger selbst in die Story. Also das heißt, sie nimmt das mit Humor, um Iris vielleicht auch ein bisschen die Angst vor dem Eingriff zu nehmen. Genau, sind wir später in der Doro-Klinik. Da habe ich ja auch vor 3 Jahren hier die Prachtexemplare machen lassen. Ja, und bist du schon nervös? Bisschen, ja. Ey, wir sind so froh, dass die Dinger rauskommen.
Wirklich, das die hat aber nicht Dr. Doro reingemacht. Genau, die ist hier, weil sie es jetzt schön machen lassen will. Die war nämlich, meine Mutter war in so einer anderen Klinik und da ist so ziemlich alles schief gelaufen, was schief laufen kann. Ich finde, die Dinger sehen aus wie implantierte Kühlakkus oder wie Backsteine. Also es kann. Da muss ich auch lachen. Das ist halt einfach so eine Situationskomik. Ich weiß nicht, ob es für Iris gerade lustig ist, aber da ja Daniela selber sich ein bisschen drüber lustig macht, ist das vielleicht ein gesunder Weg, damit umzugehen, dass es schief ging. Warum wird hier immer wieder erwähnt, dass es nicht Dr. Doro war, der sie eingesetzt hat? Naja, weil es ein bisschen nach Werbekooperation aussieht. Das werdet ihr später noch sehen. Ihr habt dann überall kleine Werbeverlinkungen drin. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass der Deal war, wie ich nehme die Brustimplantate für weniger Geld oder für vielleicht sogar umsonst raus, wenn ihr das mit der Kamera begleitet und ich dann ein Teil eurer Daniela Katzenberger auf Mallorca Folge werde. So könnte ich es mir vorstellen, aber ich weiß es nicht. Das sind nur Vermutungen. Kann eigentlich nur besser werden, ne? Ich gehe heute mit gutem Beispiel voran. Ich finde es halt ein bisschen schäbig. Das kennt ihr aber auch, wenn man immer Werbung hier oben rechts so ein bisschen rein versteckt. Ja. Ist bei Iris auch manchmal, finde ich halt immer schäbig, das kennt ihr schon, dass ich das immer wieder sage. Wenn es eine Werbung ist, platziert sie doch wenigstens mittig. Nee, aber uns ist es immer ganz wichtig zu betonen, meine Mutter hat die Brüste nicht, wie sie jetzt sind, die Teile, diese Backstein-Dinger, das hat sie nicht in der Doro-Klinik gemacht. Die ist heute hier, weil sie sie schön machen lassen will. Ne? Und ich habe sie ja vor 3 Jahren selber hier gemacht. Warum bist du eigentlich woanders hin? Warum bist du nicht gleich hierher, dass es schön ist? Weil ich sie fürs Promi-BB-Haus schön haben wollte. Wie kann man für Fernsehformat? Und dann habe ich keinen Termin gekriegt in der Doro-Klinik. Und dann habe ich mich überreden lassen, woanders. Genau, das hat 4 Wochen, der Arzt war gerade im Urlaub, es hätte 4 Wochen länger gedauert, aber da sie gerade voll in Love war. Und ja, wir erinnern uns an Mr. T. Ich weiß jetzt nicht, was Mr. T. mit Iris Schwaboni zu tun hat, beziehungsweise ob er da einen Einfluss drauf hatte und ein bisschen Druck gemacht hat, das möchte ich hier nicht unterstellen, das weiß ich einfach nicht. Fakt ist aber, ich erinnere mich noch sehr gut an diese Verliebtheitsphase und vor allen Dingen erinnere ich mich auch noch sehr gut an Promi Big Brother. Wir haben ja hier auch drüber berichtet. Ich finde das sehr ehrlich von Iris, dass sie selber sagt, dass sie die Brüste für Promi Big Brother machen lassen wollte. Dass es mit ein Grund dafür war, denn sie wollte natürlich als Bombe einschlagen bei Promi Big Brother und das ist sie. Sie ist als Bombe eingeschlagen. Für einige negativ, für andere positiv. Aber es war ein großes Thema damals bei Sat.1. Das kann keiner leugnen. Auch wenn man vielleicht dieses Thema ungern sehen wollte, aber es war ein Thema. Dass eigentlich das viel schneller gehen musste, ist sie nämlich woanders hingerannt. So, jetzt haben wir den Salat. Jetzt gucken wir mal einen schönen lebensbejahenden Pulli an. Für die OP. Zu freundlich. Hat Iris den Humorschlumpf gefrühstückt? Also ich finde diesen Humor, diesen neu entdeckten Humor, finde ich persönlich echt unterhaltsam. Wer hätte das mal gedacht? Vielleicht, achso, nee, ich bin ja geblockt. Ich wollte gerade sagen, vielleicht abonniere ich Iris wieder, dass ich ein bisschen mehr Humor wieder habe. Aber ich bin ja geblockt. So, dann habe ich euch das hier mal eingefangen. Hier seht ihr das so ein bisschen. Es ist halt ein Kamerateam mit dabei. Das war für mich erstmal ist es uninteressant, aber es war insofern interessant, weil ihr seht hier auch wieder Werbung, Verlinkung. Es ist nur eine Vermutung, aber ich vermute mal, dass das alles für die aktuelle Daniela Katzenberger Staffel gedreht wird. Und da wird natürlich dann auch der OP-Termin von Mutti Iris eingefangen. Ihr seht ihr das in diesem, ich mache es euch mal größer, da seht ihr Daniela und Iris zusammen sitzen. Also beide sind dann auch ein Teil in der entsprechenden, Staffel. So, gehen wir mal kurz rein zu Iris in die Story, denn sie zeigt uns einmal ihren wunderschönen Ausblick. Den zeige ich euch ohne Musik. Einfach mal, dass ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt, wie das da ist. Ich habe auch nicht alles eingefangen, nur für einen kleinen Moment, damit ihr so einen kleinen Blick habt in die frische Natur, da wo Iris ist. Das war der Tag vor der OP, vor 23 Stunden, also quasi vor einem Tag. Und ich habe für euch jetzt noch eine Story aufgefangen. Wieder, es waren mehr Stories mit dabei, aber es war halt immer Sophia mit drin und ich will einfach kein Kind hier abspielen und deswegen habe ich die Stories nicht mit reingenommen. Aber wir haben noch mal ein kurzes Statement von Mama Iris, die sich jetzt quasi nach ihrer OP einmal zu Wort meldet für den einen oder anderen auch Fan hier auf meinem Kanal. Ich sage ja immer, es dürfen natürlich auch Iris Fans hier auf dem Kanal sein. Und da hat sie ein paar Worte nach der OP, die wir uns noch einmal anhören wollen. Es geht mir gut. Bin aufgewacht. Oh, Gott sei Dank. Erster Griff. Die Monsterimplantate sind weg. Gott sei Dank.
alles gut überstanden. Also der kleine Witz ist, ihr seht das noch nicht mal. Die Werbeanzeige, die seht ihr hier bei mir nicht, weil ich mache das mal kleiner, dann könnt ihr das so ein bisschen sehen. Die ist hier oben versteckt. Also ich verstehe das immer nicht, warum man das dann verstecken. Also man muss eine Story als Werbung kennzeichnen, wenn es eine Werbung ist, natürlich. Aber ich verstehe es halt nicht, dass man es dann so versteckt. Das ist... OP ist gut gelaufen. Die angehende Ärztin, Frau Dr. Sophia Kodalis, war bis zum Eingang des OPs dabei. Die Kleine, die will ja alles wissen. Die guckt dann auch zu, wenn der Zugang gelegt wird hier am... Da würde mich mal eure Meinung zu interessieren. Wie steht ihr dazu? Findet ihr das erstmal gut, dass Sophia bei diesem ganzen dann doch sehr erwachsenen Thema mit Brust-OP, dass ihr das gezeigt wird, dass sie das alles mitbekommt, dass sie da ein Information und Wissen bekommt? Oder sagt ihr, nee, das ist ein Thema, das sollte erstmal von Kindern noch ferngehalten werden? Da würde mich mal eure Meinung wirklich zu interessieren. Auch hier bitte höflich und freundlich die Meinung schildern, wie ihr das seht, ob ihr, und das meine ich wirklich ernst, ob ihr das für ein Kind vielleicht sogar ungesund betrachtet oder als gesund, wenn man einfach mit Wissen konfrontiert wird. Da würde mich mal eure Meinung sehr interessieren. Da kann nicht nur ich hingucken. Ich gucke dann immer so weg und die will das alles sehen, auch wenn untersucht wird. Der Arzt hat mich extra nochmal untersucht wegen meiner Erkältung. Also auch da alles super. Ich sag euch morgen mehr. Gute Nacht. Und das war Iris Klein nach ihrer Brust-OP. Erst einmal bin ich froh, dass alles gut lief. Das meine ich wirklich ernst. Ich bin wirklich froh, dass alles bei ihr gut lief und dass sie jetzt erstmal, ich sag mal so, wenn die Kamera an ist und man reinspricht, dann geht es einem schon wieder besser. Und das finde ich erstmal gut. Ich hoffe, dass Iris Klein mit dem Ergebnis zufrieden ist. Ich denke mal, das werden viele verstehen können, dass das ein Eingriff ist. Ja, der ist selbst verschuldet auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite halt auch trotzdem wünschenswert, dass es natürlich alles gut verläuft. Ich wünsche ihr auf jeden Fall Iris alles Gute, viel Gesundheit, dass es alles gut verheilt. Meine einzige Kritik hier an diesem ganzen Thema ist halt, und ich bleibe dabei, jeder darf mit seinem Körper, mit seinem eigenen Körper machen, was man will, solange man selber nicht irgendwie fremdbestimmt wird, sondern es selber auch wirklich will, darf man machen, was man möchte, aber die einzige Kritik, die ich hier habe, und das kennt ihr aber auch schon von mir, wenn es eine Werbung ist, dann kennzeichnet die Werbung vernünftig und nicht irgendwie mit was verstecken, denn man sieht es ja trotzdem und ich empfinde es einfach als aufrichtig, den Zuschauern dieses denn irgendwie mitzuteilen. Aber so wie ich schon gesagt habe, es ist ihre eigene Sache. Für mich eine sehr unterhaltsame Story. Wir haben Daniela Katzenberger hier seit vielen, vielen Monaten auch nicht mehr auf meinem Kanal gesehen und ich sag euch auch, ich möchte auch gar nicht diesen... sagen wir mal, Informationsschlag von damals haben, interessiert mich gar nicht. Dafür gibt es einfach viel zu viele Themen. Aber, und das muss man auch mit dazu sagen, natürlich ist dieses ganze Katzenberger ihres kleinen Thema immer mal wieder für den ein oder anderen interessant. Denn das versuche ich euch, nämlich hier einen großen Rummelplatz an verschiedenen Themen zu liefern. Und ihr schaut euch das an, was euch interessiert. Und ich bleibe dabei, dass ich euch 3 Videos produziere, morgens um 8, vormittags um 11 und nachmittags um 14 Uhr. Es lohnt sich also, diesen mittelgroßen YouTube-Kanal zu abonnieren. Meine Lieben, wir sehen uns heute nochmal wieder, wenn ihr mögt, um 14 Uhr. Da habe ich ein weiteres, anderes Thema für euch. Da wird es auch nochmal sehr interessant. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Bis dahin aber erstmal alles mit Liebe. Tschüss.